Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ich sehe gerade, hier habe ich eine Verbindung wieder verkackt. Aber, wenn jetzt alles gut läuft, haben wir gerade irgendwie einen Notfall. Es steht alles, das ist nicht gut. So, wir tun jetzt die Startbahn und die Stammbahn aktivieren. Und ich hoffe gleich, dass sie die andere Startbahn anfangen zu nutzen. Erster Schritt wurde schon erledigt. Okay, also habe ich das Ganze irgendwie verpasst. Mal schauen, da gehen die ersten schon rein. Und wir werden dich ausschalten. So. Jetzt werden wir hier Verbesserungen machen. Füge Anflugbefolgung und System zur Vermeidung von Vogelschäden. Das basteln wir noch hier hin. Und das kriegst du hier drüben jetzt auch. Vermeidung von Vogelschäden. Ich sollte es hier drüben sein. Aber okay. So. Gut. Der fährt jetzt das Ganze hoch, um zu starten. Was eigentlich so ein bisschen dumm ist. Wenn es jetzt genauso überlegt. So, warte mal, vielleicht kann ich noch ein bisschen rumbasteln an der aktuellen Lage. Wo sind hier die Steuerleuchten? So, jetzt kriegen die hier von mir schöne Systeme und wir machen mal dich nur als Arrival. Und dich nur als Departure. Das wird jetzt ganz kurz verwirren, denke ich. Aber dann in Kürze wieder alles richten. So, die 1, 2, die noch irgendwie hier Departure eingestellt haben, werden das gleich auch aufhören zu machen. Jetzt haben wir schon wieder die Sache. Jetzt fängt der hier an, so zu fahren. Das will ich nicht. Bedeutet, ich werde den jetzt ein aktives Rollfeld kann nicht. Ein aktives Rollfeld kann nicht abgerissen werden. Wie soll ich denn sonst abreißen? Scheiße. Weil jetzt warten die immer hier. Aber okay, das könnte sich auch ändern, sobald wir endlich das neue Rollfeld haben. Aber es macht mich sauer. Weil eigentlich war angedacht, das Ding endlich damit Probleme zu lösen. Na, das lassen wir. Das lassen wir, aber ich würde dich gerne abreißen. Schauen wir, wie viel Geld ich damit kriege. Ich bin gespannt. Wechselt. Dann machen wir 20 breite Start- und Landebahnen. Das ist genau das Problem. Jetzt geht es hin und her und pli und blups. Und nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Schau mal, die stacken sich sogar. Warum du jetzt? In den kleinen, nee, weil hier noch ein Flugzeug ist. Jetzt haben wir das Problem hier. Super. Ich erzeug Problem nach Problem nach Problem. Jetzt warten die auf das Flugzeug. Das ist ja noch schlimmer. What hell of a mess did I hear, do here? What created, what Frankenstein?
What in Frankensteins Name? So, warte mal. Vielleicht kann ich hier noch was anpassen. So. Jetzt warte. Oh, Gottes Willen. Oh, schau oder du. Jetzt warte. Auf was? Jetzt warte ich auf Flugzeug von hier wahrscheinlich, oder? Ach du heilige Scheiße. Okay. I did not expect that. So, jetzt kann ich doch... Bitte sag mir, dass ich dieses eine Stück jetzt hier abreißen kann. Aktives Rollfeld kann die... Oh, wer ist denn jetzt schon wieder aktiv da drauf? Der Verkehr macht ja einen Kirre. Wobei stehen immer mindestens 3 Flugzeuge an. Das war nicht mein Plan. 3 Flugzeuge dauerhaft 4 Flugzeuge anstehen zu lassen. Jetzt wartet der nächste. So komme ich aber nicht auf meine Zahlen, die ich haben wollte. So. Dann gehen wir. Bevor wir hier irgendwas bauen, wir schicken jetzt erstmal alle Bauarbeiter heim. Warte mal. Das war Personal. Nee, Wirtschaft. Nee, Betrieb. Maximal entlassen. Und dann hier unter Wirtschaft abgeschlossene Verträge unseren Bauvertrag hier kündigen. Bist du dir sicher, dass du diesen kündigen möchtest? Ja. Bin ich. Weg mit dem Vertrag. Gut. Dann hätte ich gerne meinen Bauvertrag hier. Wie viel Bauarbeiter kannst du mir... Ha, das ist ja fast gar nichts. Und teuer auch noch. Warte, ich wollte Verträge machen. Gib her. Betrieb. Die Wirtschaft. Verträge. Wo ist er denn hier? 150 Mitarbeiter. Unterzeichnen. Du hast leider nicht die Mitarbeiterzahl, die ich aktuell brauche zwischendurch. Deswegen, Betrieb. Schick mir mal bitte 80 Mitarbeiter her. Das ist super. Dankeschön. Irgendwie stehen wir hier ganz schön an. Verlässt Flughafen. Shuttlebus Bauarbeiter. Ah, da kommt der erste Shuttlebus mit Bauarbeitern. Das ist gut. Wir müssen schauen, dass wir hier eindeutig ein neues System bauen, weil das funktioniert immer absolut gar nicht, was ich hier mache. Wie breit ist 20? Warte mal, wir werden hier... 1, 2, 3, 4, 5 auf jeden Fall so breit bauen. Ist halt trotzdem massiv, wenn du es anschaust, ne? Und es erzeugt natürlich Kosten. So. Aber wir werden es trotzdem auf uns nehmen, so gut wie möglich hier alles schon mal voll zu bauen. Denn daraus können wir hoffentlich was machen, sobald mehr Möglichkeiten vor allem für uns bestehen. Ups. Das waren ein paar Haare. So. Meine Hoffnung ist, dass man irgendwie hier einen Verkehr steuern kann. Also es muss doch irgendwie eine Verkehrssteuerung geben für den Verkehr, oder? Hat man Möglichkeiten für den Verkehr nur für eine Richtung freizugeben? Aber wie steht das hier? Wird Flugzeug verwendet, damit sich zurechtfinden muss, auf Rollfeld von neuen platziert werden? Klicken Sie rechts, um den Weg nur für eine Richtung freizugeben. Richtung festlegen. Schau an.
Aha. Da ist der Fehler. Ich könnte hier wirklich ein System einbauen. Das Problem ist, hier ist aktuell keine Möglichkeit. Warum ist es hier möglich? Ist es, weil es schräg ist? I don't know. Aber hier gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten. Warum gibt es hier keine Einstellungsmöglichkeiten? Ich check's nicht. Irgendwo muss ja hier die Möglichkeit... Hier kann ich zumachen? Richtung 1, Richtung 2? Hä? Beide Richtungen. Okay, lol. No entry. Aha. Okay. Wait. Wenn ich also sage, du bist hier nur in die Richtung. Du bist hier nur in die Richtung. Genau, No Entry. Und wenn ich von der Seite komme, wäre No Entry. In dem Fall gut. Dann muss ich doch nur verstehen, wie das ganze restliche System funktioniert, oder? Das Problem ist gerade eher, dass ich hier zum Beispiel nichts einstellen kann. Aber ich kann hier zum Beispiel einstellen. Das macht es gerade ein bisschen komplizierter, finde ich. Wie kriege ich das hin? Weil ich darf jetzt nicht mal gerade zum Beispiel den Punkt hier abreißen. Geht nicht. Aktives Rollfeld kann ich nicht verarbeiten. Gilt das jetzt auch gerade als aktives Rollfeld? Aktives Rollfeld. Okay, aber ich kann hier einstellen. Bedeutet, die schrägen darf ich bearbeiten, die Schrägen darf ich nicht bearbeiten und die Verbindungen, aber warum darf ich die Schrägen nicht verarbeiten? Es wäre halt super easy hier zu sagen, hey, hier hat nur ein Typ Zugriff oder eine Art von Flugzeug Zugriff. Jetzt ist es so, dass ich warten muss, bis ein Flugzeug hier oder zwei Flugzeuge beschlossen haben, hier durchzufahren. Aber wenn wir hier die Bahn haben, können wir sagen, dass das die Richtung ist, das die Richtung. Und dann sollte sich das haben. Denke ich. Hoffe ich? Vermute ich. Weil jetzt haben wir gerade genau das hier. Und das ist grausam. Ich brauche echt ein Two-Way. Ich mach einfach eine Straße. Fertig, aus. Wird eine Straße. Das wird einfach mal eine Straße. Jetzt muss er auf das hier warten. Jetzt sind wir leer. Jetzt sind wir auf Quid pro Quo gerade sozusagen. Das wird ja hoffentlich dann sein. Ja, das kannst du auch warten. Okay, jetzt wurde ich noch kurz gestört. Habt ihr eh gehört? Gut, dann werden wir jetzt mal schauen. Ich würde gerne hier jetzt die Straße bauen. Also ich würde schon mal vorbereiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber wie breit habe ich eigentlich das hier gemacht? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was? Habe ich mich hier verbaut? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5.
Moment, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Habe ich nach außen 5 gemacht und in der Mitte 4? 1, 2, 3, 4. Und dann hier 5 gemacht und hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uff, Dann 1, 2, 3, 4. Dann muss das jetzt hier hin. Ups. Das war nicht die Absicht. So. Können wir schon so vorbereiten? Ich hoffe, wir sind auf einem guten Vorbereitungsweg schon mal. Das muss hier noch überall durchgehen. Alter, holy shit, das wird lustig. Wir können auf jeden Fall hier schon mal sagen, auf der Höhe. Nur in die Richtung, no entry in die andere Richtung. Zack, zack. Jetzt lass mich nochmal... Ich hasse es, das Spiel speichert die ganze Zeit. So. Den einen noch hier, dann mache ich hier nur in die Richtung. Andere Richtung geht nicht. Gut. So, wie soll man denn am besten... Wenn es von hier bis nach da drüben zieht, dann brauchen wir noch ein bisschen Material. Das sieht bestimmt cool aus. Das sieht ganz bestimmt cool aus. Mal so das Ding. Wie gesagt, irgendwann wird es eh zugepflastert sein, weil je größer die Flugzeuge werden, desto größer muss die Stand- und Landebahn werden in dem Fall. So, ich werde hier wieder die Richtung festlegen. So, okay, wait. Ach du heilige Scheiße, ich habe hier ein Dreieck erzeugt. Wir geben Ihnen jetzt auch schon mal vor, dass das hier nur noch eine Richtung ist. Gut. Dann haben wir wenigstens sozusagen auf dem Teil aktuell schon mal frei. Die Bahn ist zwar immer noch irgendwie teilweise blockiert, vor allem hier. Ich weiß nicht, was das Flugzeug gerade vorhat. Bist du überhaupt da? Was? Hä? Okay. That's weird. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen umdesignen, denke ich. Denn ich will hier eigentlich eine Ordnung drin haben und ich kriege das gerade noch nicht so ganz hin. So, also, ihr seid sowieso irgendwie unnötig. Dich will ich dann auch anders haben, dich genauso. Ein aktives Rollfeld kann nicht abgerissen werden. Heilige Witzka.
So, und jetzt hat, machen wir den Ultra-Trick. Wir machen einfach... Ey, yo, nur die Richtung. Und was ist, wenn ich jetzt anfange, die Punkte abzureißen? Holy shit, yes, ich konnte es abreißen. Warum ist hier noch eine Abzweigung? Aber okay. Hier machen wir wieder auf alle Richtungen und hier legen wir dann auf die Richtung fest. So. Dadurch ist, denke ich mal, hier einfach die Wartezeit ein bisschen kürzer. Jetzt stehen zwar hier drei Flugzeuge an, aber sobald das eine weg ist, kann das jetzt schon weiterfahren. Was ist wieder aufs nächste Flugzeug fahren? Okay, irgendwie passt es noch nicht so ganz. Weil die Flugzeuge immer auf irgendein anderes Flugzeug gerade warten. Das ist natürlich nicht gut. Aber das ist wahrscheinlich einfach der Aufbau, wie es hier drin ist. Das macht es natürlich noch problematischer. Aktuell sind wir echt aufgebaut, dass das nicht so ganz funktioniert, wie sein sollte. Kannst du auch fahren? Dankeschön. Nein, der wartet schon wieder. Oh, die ganzen Flugzeuge warten und warten. Schön. Jetzt wartet ihr noch auf einen. Jetzt bist aber du dran. Herrgott, Zeit, jetzt wäre wenigstens einer mal, oder? Jetzt wartet der nächste schon wieder. Okay, man muss auch sagen, es läuft auf jeden Fall besser wieder vor. Durch die ganzen Start- und Landebahnen sind wir ein bisschen stabiler dabei. Aber, ja. So ganz nach meinem Willen läuft es noch nicht, ganz ehrlich gesagt. Hier Verspätungen, hier Zusammenhänge, was ist hier passiert? Abfertigungszeit ist viel... Vielleicht sollte man hier mal wieder ein bisschen was an den Zeiten schrauben. Konnten wir das nicht hier irgendwo machen? Vorschreiben, wie... Lichter aus machen wir um 7 Uhr, Lichter an machen wir um... Hier... Proaktive Reinigung deaktivieren, abgeschlossen, FE gleichmäßig auf alle Flugzeuge. Mhm. Ich würde trotzdem gerne schauen, dass wir hier irgendwie das Ereignisstatistik. Ja, meine Ereignisstatistik ist natürlich super scheiße. Ohne Frage. Internationaler Flughafen. Ich habe noch nicht mal den abgeschlossen. What the fuck? Aber auch nur wahrscheinlich, weil er gerade unbedingt will, dass ich dieses Patrouillensystem mache. Lösche eine Patrouillensroute durch das X-Symbol und Flughafenpolizei, Patrouillenroute, mache eine Patrouillenroute fertig. Er will jetzt unbedingt, dass ich eine Patrouillenroute noch mache, ne? Sicherheit, dann sagen wir ihm Schaden. Das Polizeiauto fährt jetzt von hier nach hier, dann nach hier, dann nach hier, nach hier, dann nach hier, dann nach hier. Hier unten kommt hier drüben wieder raus und schließt hier ab. Ja. War das meine Mission? Löschen Sie eine Patrouillenroute durch das Klicken auf das X. Weiter. Wuhu, internationaler Flughafen. Kommt mindestens eine fahrbare Fahrgasttreppe. Ich benutze den Scheiß doch nicht. Aber okay, sagen wir es keinem. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.